Vorsteherin, meine Damen und Herren. Zunächst mal der Kollege Flutter ein Wort in eigener Sache. Ich bin seit 27 Jahren fortlaufend Mitglied einer DGB-Gewerkschaft und bin stolz drauf. In der Begründung des Zukunftssicherungsvertrages hier in dieser Magistratsvorlage von betriebsbedingten Kündigungen geredet wird, gerade vor dem Hintergrund, dass, ich sagte es in der ersten Rede schon, die Wertschöpfungsquote von Jahr zu Jahr ansteigt, die GmbH schwarze Zahlen beschreibt, dann ist das derselbe, sprich, wie wenn Siemens 7,1 Milliarden Euro Gewinn macht und so viele Leute rausschmeißen will. Nichts anderes ist das. Hier wird eine Drohkulisse aufgebaut, die, nein, wenn Sie von betriebsbedingten Kündigungen in dieser Vorlage reden, dann wird eine Drohkulisse aufgebaut, die den Beschäftigten und die den Beschäftigten hier in der GmbH alles andere als gerecht wird. Sorgen Sie dafür, dass Sie sich das Geld von der Landesregierung wiederholen. Sorgen Sie dafür, dass Sie innovative Maßnahmen treffen. Verpflichten Sie entsprechendes Fachpersonal, gehen Sie innovative Wege. Aber lassen Sie die Leute da mit 4% Lohneinbußen zufrieden.